Wird ja zunächst alles in Computer eingegeben und dann nochmal alle Richterbögen nachkontrolliert, nachgerechnet. Aber jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt der Moment, der ihn set hier bei der WM. Und bei seinem Sieg im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft Skür, da erritt Edward Ch- Und da schauen Sie mal, welche Athletik uns gleich innerhalb der weißen Umzäunung erwarten wird. Übereifrig. Rechte kommt mit seinem Vorderbein bei der Passage, aber auch bei der Piaffe. Wie der nach oben herausschwingt durch den ganzen Körper hindurch. Die mystische Musik zu einem Pferd, das wie aus einer unterirdischen Fabelwelt emporgestiegen zu sein scheint, um die Welt zu verzaubern. Ein Pferd, dessen Vater auch Edward Rahl geritten hat. Ribaldi, Sohn des Costigliani. Trakehnerblut, das sich hier erfolgreich bewegt. Was für eine sensationelle doppelte Pirouette, auch in welcher Ruhe vorbereitet von seinem brillant sitzenden und so harmonisch einwirkenden Reiter Edward Rahl.
ein bisschen eng. In den Einer wechseln. Aber ansonsten hat er schön sein Pferd vor sich. Und nun noch einmal Passage Piaffe, wie es noch kein Pferd der Welt so zeigte. Totinas und Edward Rahl. Ja, er ist nicht etwa mit angezogener Handbremse geritten. Er hat alles herausgeholt, was am heutigen Abend erneut möglich war. Kurz übertrieben im starken Trab fiel er in den Galopp. Das hat sein Ergebnis etwas gedrückt und deshalb bin ich jetzt gespannt. Aber er wird die 90er-Marke erneut knacken, denke ich, heute Abend mit dieser Kür. Ja, es ist im Grunde genommen schade, wenn du mit ihm in der Konkurrenz startest und weißt, ich habe ein tolles Pferd. Der hätte vielleicht zu anderen Zeiten immer gewonnen, aber solange es die beiden gibt, wird das nichts. Totilas und Edward Rahl. Dazu könnte man auch sagen, ein vierbeiniger Virtuose mit seinem kongenialen Dirigenten im Sattel. Das war der einzige Moment, in dem man kurz erschrak. Alle anderen Momente einzig und allein eingehüllt in Gänsehaut verlebte. Es ist einfach ein Kunstwerk auf vier Beinen. Es ist ein Geschenk an den Sport und ein Geschenk an die Menschheit, dass es ein solches Pferd gibt und einen solchen Partner für sich finden konnte.